Das dritte Tagebuch eines wandelnden Toten. Eintrag vom 2.11.2020. Grundgesetz Artikel 1.1. Von Angelo Negro, gelesen von Kia. Heute Vormittag musste ich mal wieder zum 14-tägigen Kontrollbesuch bei meinem Hausarzt. Es war 22:30 und bewölkt. An einer verkehrsreichen Straßengabelung musste der Bus, in dem ich saß, an einer roten Ampel längere Zeit warten. Und als ich gedankenverloren aus dem Seitenfenster sah, bemerkte ich einen Mann, der in dem Mülleimer an der U-Bahn-Station direkt vor dem Discount-Supermarkt suchte. Nach etwas Essbarem, um den leeren Magen zu füllen. Nach Pfandflaschen für ein wenig mehr Geld in der Tasche. Der Mann, etwa in meinem Alter und wahrscheinlich slawischer Herkunft, wirkte dabei gar nicht wie der übliche Stadtstreicher, wie ich ihn aus meiner Jugend kannte. Verlauste, schmutzige Schreckgestalten. Immer eine, wie wir es damals nannten, Bombe-Penner-Glück im Arm. Die sogar die Scheiße von der Straße fressen würden. Dieser Mann war eigentlich normal gekleidet. Nichts Dolles. Eher als würde er die Kleidung schon sehr lange tragen. Oder als wäre sie aus zweiter Hand. Er wirkt auch nicht sonderlich schmutzig oder ungepflegt. Oder verwahrlost. Halt ein Mensch, der gezwungen war, im Müll zu suchen. Solch ein Anblick im Herzen einer doch wohlhabenden Industrienation macht mich immer traurig. Und während ich ihn beobachtete, zog er einen schachtelförmigen, graubraunen Gegenstand aus der Tonne und platzierte ihn auf dem Rand. Zuerst dachte ich an die Verpackung wie von einem Schnellimbiss. Etwas für den knurrenden Magen. Doch dann kam ein kurzer Windstoß und das Buch, das es tatsächlich war, klappte auf. Nur der Deckel und die ersten zwei oder drei Seiten. Und mit einer unerwarteten Vorsicht und Respekt vor dem geschriebenen Wort klappte er das Buch wieder zu, suchte weiter im Abfall. Einen Augenblick später ein erneuter Windstoß und der Mann klappte es wieder zu, drehte es aber dann in Windrichtung, damit es nicht nur ein drittes Mal passieren sollte. Und angesichts dieser stummen Würde wurde mir warm ums Herz. Die Ampel schaltete auf grün und der Bus fuhr wieder an. Mann und Buch entschwanden meiner Sicht, und ich werde nie erfahren, was aus beiden geworden ist.